Hallo, ich bin gerade auf dem Weg nach Erlangen und da komme ich raus aus der Haustür und was sehe ich da? Ein Pfauenauge werde ich jetzt ganz schnell retten. Ich hab ihn. Guck mal, ich habe ein Pfauenauge. Der hat sich oben in der Treppe verfangen. Ui, und ist er weg. Mega erfolgreiche Ausbeute am heutigen Tag. Ich habe anprobiert und gekauft und gekauft und gekauft. Und jetzt habe ich zum Schluss noch meine Friseusen gefunden von damals, die Maike und die Karina, falls ihr das seht. Lieben Gruß an euch. War schön, euch mal wieder zu sehen. Ja, die habe ich das erste Mal wieder seit 4 Jahren oder so getroffen. Ganz überrascht, in dem Laden, wo ich eigentlich früher immer eingekauft habe, auf einmal sehe ich die Maike. Haben wir natürlich gleich ein bisschen Pläuschen gehalten. Ja. Jetzt geht's nach Hause. Schauen, dass ich niemanden über den Haufen fahre. Da habe ich mich ein bisschen eingedeckt für die Übergangszeit und für den Winter. Ich habe teilweise Pullis angehabt, die haben so gekratzt, das halte ich überhaupt nicht aus. Also selbst wenn man da drunter noch irgendwas anzieht, geht gar nicht. Und die habe ich dann weggelassen. Aber die anderen Sachen sind auf jeden Fall richtig, richtig schön. Und ich freue mich, die euch zu zeigen in meinen kommenden Videos. Ja, jetzt stehe ich hier in der nicht mehr roten Ampel. Jetzt geht's zurück. Ihr werdet euch wahrscheinlich denken, warum hat denn die Barbie schon wieder das gleiche Top an wie vor 2 Tagen? Ich mache das immer so, wenn ich Sachen anprobiere, ziehe ich automatisch immer irgendwas an, was ich schon getragen habe, weil ich finde es ein bisschen ekelhaft. Das sind ja auch teilweise Menschen, die nach Schweiß riechen und sich Sachen anprobieren. Ich gehe danach sofort immer duschen, wenn ich irgendwie shoppen war, damit ich diesen ganzen Dreck von mir runterwaschen kann. Und dann haue ich auch immer gleich die Klamotten in die Wäsche. Deswegen habe ich heute auch das Top an, was ich vor 2 Tagen schon anhatte, weil es sowieso in die Wäsche kommt. Darf ich vorstellen, meine erfolgreiche Ausbeute des heutigen Nachmittags? Ja, sieht gut aus. Also wenn man bedenkt, dass ich nur 2 Stunden unterwegs war, ist das echt gut gelaufen. Ich werde auf jeden Fall die Woche nochmal nach Nürnberg shoppen gehen und dann habe ich hoffentlich genug Herbst- und Winterklamotten. Ja, Katschi findet das auch ganz toll, hä? Übrigens, ganz, 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 ganz wichtig, das ist alles Plüsch, das ist kein Echtfell. Ich betone, es ist kein Echtfell. Wäre ja auch ziemlich blöd, wenn ich als Tierschützerin Echtpelz tragen würde. Ist Kunstpelz, das kann man auch sehen, indem man, ich weiß nicht, ob es hier jetzt geht, wenn man das hier auseinanderwirbt. Ja. Ich denke, ihr habt ja mittlerweile mitbekommen, wie ich darüber denke, aber viele, die zugeschaltet haben und vielleicht jetzt nicht wissen, wie ich so drauf bin. Ich trage überhaupt keinen Pelz, aber ich finde an sich so mit diesem Plüsch und so weiter, finde ich ganz schön. Und mir hat es auch heute ganz gut an mir gefallen. Aber es ist ja auch ein Vorteil, so kann ich euch präsentieren, dass es auf jeden Fall schön aussieht, wenn man Kunstpelz trägt, ja? Kein Echtpelz. Und das ist ganz, ganz wichtig. Für mich müssen da keine Tiere sterben, damit es gut aussieht. Das sieht auch so schön aus, obwohl es unecht ist.
Dieses Jahr habe ich dann auf jeden Fall hoffentlich ausreichend Winter- und Herbstklamotten im Gegensatz zu den letzten Jahren. Dann kann ich endlich mal meinen Kleiderschrank schön ausmisten. Ja, aber es sieht gut aus. Es sind auf jeden Fall 6 Oberteile von Anne Christine und 5 Oberteile von New Look. Ich liebe den Laden Anne Christine, der ist richtig, richtig cool. Also wenn ihr einen habt bei euch in der Stadt oder wo auch immer, Anne Christine hat echt gute Sachen und New Look auf jeden Fall auch. Da sind die Preise auch nicht so hoch wie jetzt in manch anderen Läden. Nachteil bei New Look ist, die haben vieles in One Size, also in einer Größe nur. Tut man sich vielleicht manchmal etwas schwerer, aber ich habe zum Glück Sachen gefunden, muss man austesten. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wenn ihr einen Haul sehen wollt von meinen Produkten, wo ich die anhabe und euch präsentiere, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde dann je nach Resonanz entscheiden, ob ich ein Video dazu drehe oder nicht. Ich habe zwar schon ein bisschen in der Kabine mitgefilmt, aber das Licht ist ja auch nicht so der Burner. Je nach Resonanz deshalb, weil ich natürlich auch ein paar männliche Zuschauer habe und ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf sowas stehen. Wer will, dass ich so ein Video drehen soll, der schreibt es einfach. Und diejenigen, die es nicht wollen, die schreiben es einfach auch dazu, dass sie das nicht möchten natürlich. Und dann entscheide ich das je, wie die Lage ist. Ne? Ich gehe jetzt erstmal gleich duschen und dann schneide ich ein Video fertig und dann gehe ich ins Bett, weil ich morgen mit meinem Papa ganz früh das neue Möbelstück aufbauen möchte, damit wir endlich wieder zusammen hier Fernsehen gucken können. Oh, das ist so schlimm. Das ist alles so duster und jeder guckt in seinem Eck. Das muss endlich aufhören. Das muss aufhören. Deswegen geht's morgen um 7 gleich los mit Möbel aufbauen. Wir sehen uns die Tage wieder. Halte die Ohren steif. Bis dann. Bye, bye.